In diesem Video basteln wir diese tollen Ohren zusammen. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren DIY-Video auf meinem Kanal. Es ist ja schon länger her, aber ich habe irgendwie auch keine Zeit zum Basteln. Also es ist immer so viel los, aber jetzt ist die Brina gekommen an dem Wochenende. Und wir dachten, komm, das wollte ich schon eben mal lange basteln. Und zwar diese schönen Blumendrahtohren. Ja, und es ist noch ein ganz tolles Feature dabei, denn die leuchten sogar. Wir haben eine Lichterkette eingebaut. Und die kann man dann schön abends auch tragen. Also richtig schöne Ohren. Wir haben sie jetzt mit Charakteren personalisiert. Ich habe Winnie Pooh, Brina hat Madame Putti. Und ja, wir zeigen euch jetzt hier Schritt für Schritt, wie man diese Ohren nachbasteln kann. Es ist ganz einfach, ihr braucht gar nicht viel. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr die nachbastelt. Uns natürlich auch verlinkt bei Instagram. Dann können wir es teilen. Dann teilen wir auch eure schönen Ohren. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Was brauchen wir alles für unsere Blumenohren? Ich habe einiges gekauft, das meiste bei Amazon, aber auch im Bastelladen, bei Teddy, im Action. Also wir brauchen aber natürlich Haarreifen, die habe ich jetzt bei Amazon gekauft, aber könnt ihr auch, wenn ihr welche zu Hause habt oder so, habe jetzt hier verschiedene Farben gekauft, sehen so aus. Dann brauchen wir natürlich Draht, den habe ich bei Idee gekauft, im Bastelladen. Gibt es aber bestimmt auch bei Amazon oder sonst wo. Dann brauchen wir natürlich ganz viele Blumen. Mega viele Blumen. Ja, habe ich, wie gesagt, bei Action, bei Teddy gekauft. Habe welche bei Amazon bestellt, aber es war irgendwie voll der Reinfall, weil die sind mini. Ich glaube, die werde ich wieder zurückschicken. Oder wir benutzen die als Filler, mal gucken. Und wir wollten natürlich, dass unsere Ohren leuchten. Ja. Deswegen habe ich hier sowas gekauft bei Amazon. Gab so ein Kit und das Gute ist, die sind relativ klein. Das heißt, man kann die gut verstecken. Sieht man das? Ja. Also den einen Ausschaltknopf kann man gut verstecken zwischen den Blumen. Das habe ich einmal gekauft. Und dann wollen wir unsere Ohren ein bisschen Figurfilm thematisiert machen. Und da hast du dir Madame Putti ausgesucht. Ja. Haben wir auch bei Simone. Musst näher dran, damit es interessiert. Ja. Du willst hier schön und das Biest-Ohren machen, ja, mit Madame Putti. Ich möchte mir auf jeden Fall erstmal Winnie Pooh-Ohren machen. Warte, mein Gesicht. Das war mein Handy. Oh. Du musst dein Gesicht noch verdecken. Ah, jetzt. Genau. Ich habe mir den Winnie Pooh gekauft. Ich habe zwar noch. Zeig mal den Fail. Ja. Also, naja, wir haben es bei Amazon bestellt, die Figuren, und die kamen halt in so einem Set, die Schön- und das Biest-Figuren. Einmal natürlich Madame Putti für Brina. Und ich wollte mir eigentlich noch eine Bell-Ohren machen, weil ich noch keine Schön- und das Biest-Ohren habe. Und die kam dann noch dazu. Die ist so groß wie der Kopf. Ja, die ist so groß wie die Ohren. Wir wissen noch nicht, ob ich daraus Ohren mache. Aber guck mal, die sind richtig detailreich. Die haben sogar Füße. Das sind halt so. Ich sehe es nicht aus. Jetzt, ja. Also die sind von Bulliland übrigens. Winnie Pooh und auch hier Belle und Madame Putti sind von Bulliland. Da gibt es viele Spielfiguren, glaube ich, für Kinder. Ja. Ja, ansonsten vielleicht gucke ich mal, ich habe ja hier noch so zwei Funko Pops, ob ich die vielleicht als Ohren mache. Aber ich mache erst mal meine Winnie Pooh Ohren. Ja, und dann braucht ihr noch einen Heißkleber. Ihr müsst ja das irgendwie zusammen befestigen. Ich habe jetzt hier noch eine Vase stehen, die besteht hier, damit wir die Ohren formen können. Ich denke mal, das ist eine gute Größe für Ohren. Dann machen wir den Draht drum und dann, ja, formen wir daraus die Ohren. Ich würde sagen, wir legen los. Ja, wir haben schon ein bisschen was vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob man deinen Arbeitsplatz ein bisschen sieht, Brina. Man sieht nur sonst musst du zur Pistole kommen, so ein bisschen, mit deinen ganzen Sachen. Genau, also wir haben uns... Ich muss erst mal, okay. Da ist der Bildschirm, du siehst nichts. Ja, wegen dem Puschel. Ja, was sieht man bei mir? Also man sieht, die Pistole steht hier so ein bisschen im Bild. Genau, hier sind meine Blumen. Ich mache hier erst das Winnie Pooh-Ding. Brinas Blumen sind rosa. Finde ich auch schon sehr schön, muss ich sagen. Würde ich mir wahrscheinlich auch noch machen. Wir haben einen Haarreif. Und ja, als erstes müssen wir erstmal den Draht sozusagen formen. Ja, habe ich hier schon mal ein bisschen angefangen. Genau, das werden wir als erstes machen. Wir brauchen jeweils zwei Ohren. Den ersten formen wir vor, dann gucken wir nach der Länge und dann schneiden wir uns noch ein Stück ab und werden die dann dran formen.
haben jetzt unsere, das Glas brummelt jetzt erstmal nicht mehr, wir haben unsere Ohren. Genau, und das müssen wir jetzt im Prinzip an den Haarreif dran, also nicht kleben, sondern um den Reif drum wickeln. Sieht man das? Genau. Man macht das im Prinzip so ein bisschen in Spalt und dann wickelt man das einfach an die Stelle, wo man das Ohr haben will, rum. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal unsere Ohren ab und gucken, wie die von der Position her am besten passen. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Ja, damit wir auch nicht irgendwie schief und krumm die Ohren drauf machen. Genau, das machen wir jetzt. Rina und ich haben jetzt unsere Grundform fertig. So sieht es aus. Ja. Muss ein bisschen kippen, so. Genau. Ich sehe ja nichts mehr. Ja, so, deswegen. Passt. Und was wir jetzt machen, direkt bevor wir mit der Blumendeko anfangen, wir machen direkt die Beleuchtung dran. Ich weiß auch nicht, ob wir zwei brauchen oder eine für beide Ohren. Wir haben ja genug. Ich kämpfe gerade noch mit dem Draht. Also so sieht das ja aus. Das kann man gut zwischen so einer großen Blume, denke ich mal, so verdecken. Dann sieht man das auch nicht. Das sollte man aber trotzdem so einbauen, dass man auch die Batterie irgendwann wechseln kann. Also vielleicht nicht das hintere Teil ankleben. Oder warte, wie wechselt man die Batterie? Ah, nee. Vorne muss man nur. Vorne aufmachen. Vorne ja, aufklappen. Da kann man so das ankleben. Hinten tatsächlich ankleben. Und vorne macht man auf zum, genau, Batterie wechseln. Oder? Nee, man muss trotzdem aufschrauben. Guck mal, es geht nicht ganz auf. Geht nur so ein Stück. Also ich glaube, man muss trotzdem aufschrauben. Das heißt, ja, müssen wir mal gucken. Nee, glaube ich nicht. Sicher? Warte mal. Wir finden es mal raus. Man muss es hinten aufschrauben, also so. Dann könntest du es so ankleben. Aber das ist nee, du musst es hinter der Blume ankleben. Ja, an der Blume würde ich auch. Ja, wir gucken mal, wie wir es ankleben, wo wir es verstecken. Aber wir müssen auf jeden Fall, man muss an die Batterie wieder drankommen. So, ich kämpfe immer noch weiter mit dem Draht. Dann gucken wir mal, ob wir eine brauchen oder zwei. Sehe ich gleich mal, wenn ich das hier geschafft habe irgendwann. Ich sag's euch, das war. Oh, jetzt muss ich gleich auch noch den Akku wechseln. Das war anstrengend. Also mit Licht ist anstrengend. Mit Licht ist anstrengend. Es hat jetzt fast eine halbe Stunde gedauert, diesen Draht um die Ohren zu wickeln. Weil der natürlich am Anfang sehr fiddelig ist, lang. Am Ende geht's, aber man braucht irgendwann so eine Technik. Und also es war sehr aufwendig. Aber ich denke, am Ende wird es trotzdem sehr schön aussehen mit Licht. Also ich finde es jetzt schon schön eigentlich. Also eine halbe Stunde mindestens haben wir dafür gebraucht. Ja. Genau. So, jetzt geht's an den schönen Teil und zwar an die Blumen. Aber jetzt wächst echt noch. Ich erst nochmal den Akku vorher. So, und wie gesagt, jetzt kommt's zum schönen Teil und zwar zu den Blumen. Wir haben hier den Heißkleber. Und jetzt könnt ihr euch natürlich entfalten. Ihr könnt die Farbe nehmen, die ihr wollt, den Charakter. Wie gesagt, ich habe ja Winnie Pooh hier. Brina hat Madame Potty. Genau, sieht man da. Und ja, ich fokussiere mich halt auf gelbe Blumen. Ich habe hier so gelbe Blümchen und die kleinen Gänseblümchen. Und ja, das wird mein Farbschema sein. Und bei Brina wird es weiß-rosa. Die weißen habe ich mir noch gar nicht vorbereitet. Genau. Die muss ich mir hier noch abzwacken. Ja,
Aber ich denke, das wird schon gut aussehen. Als erstes müssten wir natürlich erstmal die hässlichen Sachen verdecken mit Blumen. Und wir machen von beiden Seiten, machen wir es so, dass es von beiden Seiten identisch aussieht, damit man natürlich auch hinten nicht das Hässliche sieht. Also erstmal hier die ganzen Verbindungen überkleben mit Blumen und dann... Was ich noch machen werde... Ich hier unten noch ein bisschen... Ja, so. Ich werde mir hier noch ein bisschen Heißkleber drauf machen, weil ich beim Probieren gemerkt habe, dass hier... Die Haare hängen bleiben. Ja, nicht so... Nicht genug zusammen gemacht habe, sodass die Haare dann hier reingehen. Deswegen werde ich da noch ein bisschen Heißkleber reintun. Genau, also Vorsicht heiß, wenn Kinder mitmachen. Also ich denke auch ein gutes Ding für Kinder zu basteln. Aber wenn die Kinder mitmachen, dann passt auf, weil der Heißkleber kann sehr heiß werden. Ja, ich würde sagen... Let's go! Let's go! Ja, wir sind fertig. Oh Gott, meine Haare stehen hier ab. Ja, das sind meine Öhrchen. Sieht man die? Ja. Mit Winnie Pooh. Und ja, ihr seht, hier bommelt noch dieses Ding von den Lichtern. Das habe ich irgendwie nicht unterbekommen. Angeklebt hat es nicht gehalten. Und ja, ich werde die da, denke ich mal, verstecken, wenn ich die Ohren dann anhabe. Und bei dir? Ja, das sind meine. Ich konnte das irgendwie so legen, dass die Batterien hier oben einfach drauf liegen. Das sind auch viele große Blumen. Ja, genau. Von vorne sieht man es gar nicht, von hinten ein bisschen, aber es ist so viel los. Ja, aber ich finde sie echt schön. Also ich bin ein bisschen neidisch auf die rosa Ohren. Und Winnie Pooh ist auch schön. Mit Madame Poutier. Also die werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal nachbasteln. Wir haben ja noch genug Blumen. Wir haben noch alles hier, ja. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Das auf jeden Fall. Das Aufwendigste war tatsächlich der Draht. Natürlich die Blumen haben auch ein bisschen gedauert, weil man muss es immer ankleben. Und ich hatte viele kleine Blumen. Ich muss warten, bis es trocknet. Aber ich würde sagen, wir ziehen mal an, oder? Ja, Licht an. Licht an. Muss ich gucken, wie ich das anziehe. Ich weiß gar nicht, wo jetzt das Ding ist. Irgendwo hier hinten, unter meinem Ding. Gucken? Ist weg, oder? Sieht man gar nicht. Ne? Ja, es ist ganz schön viel los. Ja, sieht gut aus. Vielleicht auch mit einem schlichteren Kleid. Ja, also Winnie Pooh Kleid haben wir jetzt vom Primark. Das würde auch gut passen. Da wird es passen, ja. Aber da könnte ich mir gut, weil du hast ja gesagt, mit einem Jäckchen, aber ich habe irgendwie gedacht, mit einer Jeansjacke würde das auch gut aussehen. Ja. Also wir sind sehr zufrieden, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und für ein paar Euro ohne Nähen könnt ihr euch auch selbst Ohren basteln, für den Sommer vor allem. Finde ich richtig cool. Und ihr könnt natürlich, ihr müsst keinen Charakter nehmen. Aber ihr könnt so auch... Kann man, muss man aber nicht. Ja. Wir machen aber jetzt nochmal kurz die Rollläden zu und zeigen sie dann im Dunkeln, wie es dann bei der Werbung im Park aussehen würde. Und dann müssen wir uns noch verabschieden. Dann verabschieden wir uns noch, aber erst im Dunkeln zeigen. Also es ist jetzt noch nicht ganz wie abends, aber ich finde es schon nice. Sieht gut aus. Sehr schön. Ja. So, jetzt wieder Licht an. Ich bin stolz auf uns. Ja, jetzt wieder Licht an. Ich hatte noch vor, die Beauty and the Beast anzumachen, aber das jetzt dauert zu lang. Das mache ich jetzt nicht. Das mache ich irgendwann anders. Aber ihr seht hier mal Brinas Version und meine Version. Ich denke, das ist ganz gut. Und ich hoffe, das DIY hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und ja, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.